Ja, jetzt der Wechsel zu IB. Ja, da habe ich zwei, eins von Musaras und eins von Francisco Rodriguez. Ja, mittlerweile recht gut, seit ich allein wohne. Ja, dann verbringe ich meistens mit meinen Kollegen in Zürich und tun einfach erholen. Eigentlich nie. Gar nichts. Ja, eigentlich fast alles, auch über mich. Ich bin ein sehr glücklicher Mensch und habe Freude an ganz vielen und auch an kleinen Sachen. ich glaube mit dem Justin Bieber. Warum er? Ja, ich weiß auch nicht. Würde mich mal interessieren, wie so ein Sänger lebt. Und er beeindruckt mich ein bisschen als Persönlichkeit. Ja, mein Leben. ja, dann hoffe ich, wäre ich Tennisprofi geworden. Das war vielversprechend. Ja, eben zu dem Zeitpunkt kann man es noch nicht so einschätzen, aber es war dann so, dass ich mit 13 Jahren musste entscheiden, welchen Weg gehe ich. Und habe dann das Tennis auf die Seite gelegt und mich für den Fußball entschieden. Und heute Tennis gar nicht mehr? Mal einfach so. Ich bin immer noch Mitglied, aktiv im Club und so und gehe regelmäßig spielen. Aber bin auch noch. Gut, ich mache es gerne. Also muss nicht jeden Tag sein, aber zwischendurch mache ich es noch gerne. Herr der Ringe. Als was? Ja, als Frodo. Ja, wir sind jetzt gerade ein bisschen häufig am Jassen und der auf Obermoos gönnt gerade noch öppe die ist zwar ein bisschen überraschend, weil er weiß einmal selber gar nicht, was er macht, aber ja, momentan ist er fast der Beste. Ja, ich will nicht gerade sagen aufgeschmissen, aber ich bin doch öppe die am Telefon und brauche es auch regelmäßig. Roger Federer. Ja, mittlerweile recht viel. Also jetzt du noch nie viele Wörter gelernt. Zum Beispiel? Ja. Was machen wir da? Soll ich einen Satz machen? Oder? Ja. Nein. Ja, oder was brauchen wir am meisten? So Alben, Gang, Gielen, alles so Sachen. Ja, sitzt. Ja, am Fallschirmsprung. Ich habe es zwar selber noch nicht gemacht, aber es würde mich schon noch reizen. Badhose. Du bist eher der Meertyp als der Bergtyp. Ja. Also Berge habe ich auch sehr, sehr gerne, aber wenn ich jetzt so auf Reisen gehe, dann eher das Meer. Ja, jetzt meine neue Heimat und fühle mich extrem wohl. Auch schon das letzte Jahr, wo ich jetzt zwar zu Thun gespielt habe, aber auch zu Bern gewohnt habe. Ja, ich fühle mich unglaublich wohl und es gefällt mir extrem gut.